Manchmal gibt es Momente, in denen Tiere auf die Hilfe von aufmerksamen Passanten angewiesen sind. In diesem Video stellen wir dir Tiere vor, die ohne das beherzte Eingreifen von Menschen vermutlich heute nicht mehr am Leben wären. Wenn du keine weiteren Videos mehr auf Wunderwelt verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal. Und jetzt viel Spaß beim Video. Faultiere sind zwar an sich sehr gute Schwimmer, doch dieses Faultier geriet in den Bootsverkehr und drohte so zu ertrinken. Zwei Anwohner sahen das Ganze und fuhren mit ihrem Boot zum Faultier. Es krallte sich dann am Paddel fest und konnte so gerettet werden. Solche Momente wird man sicherlich im Leben nicht mehr vergessen. Eine riesige Anaconda hatte sich in einem Fischernetz verfangen. Die Männer gingen sofort zur Schlange und befreiten sie anschließend aus dem Netz. Die Python war mehrere Meter lang und wurde anschließend natürlich direkt wieder freigelassen. Nach starken Strömungen in der Nacht war dieser Hai gestrandet. Er drohte nach und nach auszutrocknen. Die Touristen handelten genau richtig. Sie versorgten ihn immer wieder mit Wasser und schafften es, ihn geschickt nachher an der Schwanzflosse wieder ins Wasser zu ziehen. Nicht schlecht staunte der Autofahrer am Morgen. Denn im Motorraum des Autos hatte sich eine große Schlange festgesetzt. Diese wurde mit Hilfe von Tierrettern aus dem Auto herausgeholt und anschließend wieder freigelassen. Ein Leopard war in Indien auf unerklärlicher Weise mit seinem Kopf in eine Schüssel geraten. Ein dort ansässiger Tierarzt konnte den Leopard betäuben und so konnte ihm wieder die Schüssel vom Kopf entfernt werden. Als sein Hund zum Wasser lief, schnappte plötzlich ein Alligator zu. Der Besitzer rannte sofort ins Wasser und schaffte das Maul des Alligators aufzudrücken. So konnte er seinen kleinen Hund befreien. Little buddy is all right now. Ein Babyhai war in der Nähe des Meeres in eine Spalte gerutscht, wo er elendig zu verhungern drohte. Denn aus dieser Spalte konnte er sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Eine Touristin sah das Ganze und packte den kleinen Hai und konnte ihn so anschließend wieder freilassen. In Indien war ein Leopard in einen metertiefen Schacht gefallen. Ein dort ansässiger Tierarzt betäubte den Leopard und einer der Männer traute sich dann den Schacht herunter, um den Leopard wieder nach oben zu holen. Ein Motorradfahrer war gerade mitten auf dem Highway unterwegs, als er plötzlich eine Babykatze mitten auf der Fahrbahn sah. Er hielt sofort an und konnte sie dann vor den anrauschenden Autos retten. Er brachte sie anschließend zu einem Tierarzt. It's far from ideal, but hey, at least you're safe this way. Der Hund wollte eigentlich nur die Straßenseite wechseln, um zu seinem Besitzer zu kommen. Doch er hatte nicht die Rechnung mit dem Wasser gemacht. Sofort packte ihn die Strömung und riss ihn ungebremst mit. Ein Mann beobachtete das Ganze und sprang sofort hinterher, um den Hund zu retten. Drei kleine Babykojoten hatten sich auf einem Fußballplatz im Tornetz verfangen. Die Mutter wartete mehrere hundert Meter weiter. Aufmerksame Männer hörten das Jaulen der Jungtiere und konnten sie dann vorsichtig wieder aus dem Netz herausschneiden. Dieser Delfin verfing sich unglücklicherweise in einem Fischernetz. Doch aufmerksame Menschen holten ihn aus dem Wasser heraus und konnten dann das Fischernetz von seinem Maul lösen und so dem Delfin das Leben retten. Ein Rehbock hatte sich in einer großen Erdspalte verfangen und machte auf sich aufmerksam. Ein Spaziergänger bemerkte ihn und fuhr anschließend nach Hause, um eine Schaufel zu holen. Als er bei dem Rehbock ankam, schaffte er es nach ein paar Minuten, den gefrorenen Boden aufzubrechen und so den Rehbock zu befreien. Eine riesige Python schnappte sich diesen Hund und zog ihn gerade unter Wasser. Die beiden Männer zogen anschließend sofort die riesige Python wieder aus dem Wasser und konnten so den kleinen Hund befreien. Ein Puma kletterte auf einen 8 Meter hohen Baum rauf und traute sich auf einmal nicht mehr nach unten.
Die Feuerwehrleute rückten mit Hilfe eines Tierarztes raus, der dann den Puma betäubte. Einer der Feuerwehrleute holte dann den Puma vom Baum herunter. Eine Babykatze war auf unerklärliche Weise in einen kleinen Mauerspalt geraten. Nach unten hin wäre der fließende Strom gewesen und nach oben hin gab es keine Chance. Touristen fielen das Ganze auf und sie verständigten die Tierrettung. Diese kam auf eine ausgeklügelte Idee und so schafften sie es, die kleine Babykatze aus dem Spalt zu befreien und anschließend wieder nach oben zu ziehen. Von oben könnte man denken, dass es ein Alligator wäre. Doch es war ein Babywildschwein, was in ein kleines Loch gefallen ist und nicht mehr herauskam. Aufmerksame Touristen halfen dem kleinen Schwein aus dem Wasser und brachten es anschließend zum Tierarzt. Bei den Waldbränden in Australien fiel einer Frau ein kleiner Koalabär auf, der mitten im brennenden Wald stand. Die Frau rannte zu dem Kleinen hin und konnte ihm so das Leben retten. Der Honigdachs hatte sich extrem unglücklich unterhalb einer Baumwurzel verfangen. Für die Retter war es keine einfache Aufgabe, denn auch ein Dachs hat ein extrem scharfes Gebiss. Sie legten ihm ein Handtuch hin, um sich festzukrallen. Und so schaffte es der Dachs, sich nach Stunden wieder selbst rauszuziehen. Dieser Luchs geriet in eine Lebendfalle. Die Männer nahmen eine Holzplatte und stellten diese auf die Falle. Einer der Männer konnte dann die Falle lösen und so konnte das Leben des Luchses gerettet werden. Ein Bussard ist unglücklicherweise in die Motorhaube eines Autos gelangt und kam ohne weitere Verletzungen davon. Eine Frau half dem Vogel wieder aus der Motorhaube raus und dieser konnte sofort wieder weiterfliegen. Ein Feuerwehrmann holte einen leblosen Hund aus der Wohnung raus, die in Brand geraten war. Draußen angekommen, setzte er dem Hund eine Sauerstoffmaske auf und so konnte er wiederbelebt werden. Die Männer staunten nicht schlecht, als sie morgens zum Pool kamen, denn eine riesige Giraffe war dort reingefallen. Mit einem großen Kraftakt schafften sie es, die Giraffe zu retten. Ein großer Elch war mitten im Eis eingebrochen. Die Einheimischen fuhren zum Elch raus und schafften es, nach und nach wieder das Eis zu zerbrechen und konnten so den Elch sicher an Land führen. Der Hirsch war unglücklicherweise in ein riesiges Wasserloch gefallen, wo er nun zu ertrinken drohte. Doch eine aufmerksame Gruppe von Radfahrern konnte ihn am Geweih wieder aus dem Wasser ziehen. Ein Hund war in einen metertiefen Schacht gefallen. Die Anwohner riefen dann die Tiernotrettung. Diese konnten sich abseilen und den Hund in einen großen Kescher packen. Anschließend wurde der Hund zum Tierarzt gebracht und versorgt. Auf einer Safari-Tour wurden diese Touristen zu Lebensrettern, denn ein Babyzebra hatte sich in einem Baum verfangen, vermutlich beim Spielen. Mit viel Geschick schafften sie es, das Zebra zu befreien. Und jetzt schreib uns doch mal in die Kommentare, welche Rettungsaktion du am eindrucksvollsten fandest. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben.